In diesem Film zeigen wir Ihnen den Schaltzugwechsel am Griff. Für den Schaltzugtausch benötigen Sie die 1,1 mm Edelstahl-Schaltzüge und gedichtete Rohloff-Endkappen. Gegebenenfalls können Sie auch die Spiral-Außenhüllen wechseln. Zur Demontage halten Sie mit der einen Hand den Zuganschlag, während Sie mit der anderen die Schaltzugummantlung abziehen. Dabei lösen sich die Endkappen automatisch. Jetzt können Sie die alten Schaltzüge ausbauen. Bitte beachten Sie, Schaltzug 14 kann nur zwischen den Griffzahlen 8 und 9 und der Schaltzug 1 zwischen den Zahlen 6 und 7 entfernt werden. Leichtes Drehen am Griffelement und Schieben an den Schaltzügen lockert diese, nachdem Ihr Nippel aus der internen Aufnahme gesprungen ist. Die beiden Schaltzüge lassen sich nun ohne Schwierigkeiten durch das Gehäuse herausziehen und mit den Endkappen entfernen. Diese Grafik zeigt den Schaltzugverlauf im Griff. Vor dem Einfädeln ist die Ausrichtung der Seile mit ihren Nippeln zu beachten. Schaltzug 14 wird linksseitig eingeschoben und der Schaltzug 1 rechtsseitig. Zum Einfädeln von Schaltzug 14 bringen Sie zunächst den Griff zwischen die Gangposition 8 und 9. Schieben Sie den Schaltzug ein, bis er aus dem Gehäuse austritt. Um seinen Nippel zu fangen, drehen Sie dabei leicht am Griffelement. Schaltzug 14 ist nun komplett einzuziehen, bis der Nippel sicher in der Seiltrommel fixiert ist. Im zweiten Schritt kommt Schaltzug 1 an die Reihe. Bringen Sie dazu den Griff wieder zwischen die Position 6 und 7. Alles Weitere erfolgt analog zum vorher gezeigtem. Zur Kontrolle können Sie wechselweise an beiden Schaltzügen bis zum Anschlag ziehen. Der Schaltgriff muss sich dabei leicht drehen und etwas über die jeweiligen Gangpositionen 1 und 14 hinaus bewegen lassen. Ist der Fädel- und Fangprozess abgeschlossen, können Sie die Zuganschläge aufsetzen. Zur Vorbereitung der Zughüllen werden diese mit den gedichteten Roll-off-Endkappen versehen und dann das Schaltseil eingeführt. Mit dem Anstecken an das Griffgehäuse ist die Montage beendet. Optimalerweise verlegen Sie eine Schaltzughülle über und eine unter dem Bremshebel entlang. Besuchen Sie uns auch im Internet unter www.roloff.de oder wenden Sie sich an unsere Fachhändler. Wir freuen uns über Ihr Interesse.